Siehste. Eine Kontrolltafel für die Hebebrücke. Der Steuerhebel fehlt. Okay, dann müssen wir jetzt hier den Knüppel finden. Na, Monster ist nicht unbedingt bäh. Also die Sache, die Sorten, die mit Zucker tatsächlich, die sind bäh. Also da denke ich mir so. Aber die ohne Zucker, die sind, die gehen. Aber davon darfst du halt aber echt nicht viel trinken. Also Monster würde ich echt nur eine Dose empfehlen und dann, aber die zuckerfreien und dann ist das auch gut. Ich traue mich ja ehrlich gesagt nicht, den Hebel zu bewegen. Aber die Sache ist die, was haben wir denn hier schon wieder zu verlieren? Ha, YOLO. Ach so! Oh Gott. Oh, warte mal. Hä? Was soll denn der Mist? Verdammte Scheiße. Hebel bewegen, ja. Ach so, jetzt. Ach Mensch. Gerade ging's nur, wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwie X noch mitdrücke. Jetzt kannst du den Gewinn abstauben. So, Leute, jetzt ziehe ich euch irgendwelche billigen Stofftiere aus der... Achso, ich habe hier nur zwei. Okay, ich verstehe. Oh, leider verloren. Bitte einen Coin einwerfen und nochmal versuchen. Was, bin 11 Monate Energy trocken? Na Mensch. Glückwunsch. Okay, wir orientieren uns am besten nur nach dem Schatten des Todes. Ich habe tatsächlich mal in meiner Heimatstadt so ein... Bei so einem Stadtfest-Döns so einen halben Automaten leergeräumt, weil der war halt nicht unfair und scheiße, sondern bei dem hat das halt echt funktioniert und dann hat ja der Standbetreiber uns schon ganz böse angeguckt. Und da habe ich ganz viele SpongeBob-Figuren tatsächlich raus, also Plüschtiere rausbekommen. Seitdem hat meine werte Frau Mama, weil die tatsächlich SpongeBob mal vielleicht geguckt hat, hat die tatsächlich auch einen Patrick und einen Gary. So. Ein Warnhinweis ist zu erkennen. Funktionsstörung bei niedriger Stromzufuhr, den Hebel bewegen. Kriegen wir jetzt das Ding auf den Kopf? Das wäre so lustig, wenn wir diesen Container jetzt einfach auf den Kopf kriegen würden. Oh nein! Gott sei Dank, ein Arbeiter mit Helm! Na, der muss keine Angst haben, dass er irgendwas auf den Kopf kriegt. Oh Scheiße, wieso ist denn jetzt die Absperrung weg? Das ist aber schade. Wie viele sind denn das, verdammte Scheiße? Okay, Leute, ich muss umdisponieren. Steve drunter stellen, finde ich gut. Oh, guck mal, der hat seinen Helm verloren. Oh, die Arbeitssicherheit ist nicht mehr gewährleistet. Scheiße. Und ihr seht alle, er hat mich provoziert, ja? Wir konnten ihn alle nicht retten. Schade. Das ist kein Helm, das ist eine Kappe. Naja, aber so eine Bauarbeiter-Todes-Scheiße-Kappe-Helm-Töns-Drecks-Kack-Ding. Oder? Oh mein Gott, SpongeBob. Ja, das war ein Automat voll. Ich weiß so, da haben mich Fremde dann auch angequatscht, weil die gesehen haben, dass halt irgendwie... Ich hatte da einfach ein glückliches Händchen. Das ist halt so. Wieso muss ich gerade an Pflanze versus... Ja, das weiß ich auch nicht, Streuni. Keine Ahnung. Ich hatte da einfach ein glückliches Händchen tatsächlich. Und da haben mich Fremde noch angequatscht, ob ich für die auch mal probiere. Und ich erinnere mich noch, dass mir das ganz peinlich war, weil ich für die Fremden halt das nicht hingekriegt habe. Aber naja. So, können wir hier noch was machen? Der Kontrolltafel, Schlüsselloch. Nee, da müssen wir erstmal einen Schlüssel für finden. Den haben wir ja jetzt aber nicht. Oben brauchen wir einen Hebel oder können wir halt den Hebel, den wir hier betätigt haben, einfach abbrechen? Weitere Benutzung ist nicht möglich, aber Hebel abbrechen anscheinend auch nicht. Schade, Vandalismus wird von diesem Spiel hier nicht unterstützt. Mist. So. Dann haben wir jetzt eine Biohazard, wie
wie spricht man das korrekt aus? Müsste ich ja eigentlich wissen, aber ist egal. Karte? Wir haben so eine komische Karte. Wo können wir denn die jetzt schon wieder benutzen? Ich bin schon wieder dezent überfordert. Oder unterfordert, das könnt ihr euch jetzt aussuchen. So. Können wir die hier benutzen? Nee, hier musste irgendwas anderes hin, oder? Biohazard. Okay. Biohazard. Ja, das habe ich doch gesagt, Mensch. Oh fuck, nee, Moment. Wir müssen das Feuerzeug des Todes ausrüsten, damit die Flugviecher des Todes auch schön brav sind. So. Vielleicht ist das Kontrollsystem, aber nur vielleicht. So. Und hier muss ich das nicht benutzen, oder? Das ist jetzt nicht möglich. Okay, schade. Hm. Ach nee, stimmt, hier muss ja so ein Dreck rein. Ich nehme alles zurück. Und behaupte das Gegenteil. Was sind denn hier eigentlich? Na, was sind denn hier eigentlich für hübsche Fischis drin? Guck mal, man sieht so einen dicken Fisch. Und ansonsten sieht man aus dem Nichts irgendwelche komischen Blubberblasen aufsteigen. Was ist denn da los, ey? So. Ich sehe silberne Kartenlesegeräte für Rollläden. Okay, cool, danke. Das hatte ich natürlich auch sofort im Sinn, als ich die Karte bekommen habe, ja? Also, sofort. Flugzeug des Todes, explodiert das Feuerzeug, wenn man es anzündet. Wenn man es anzündet. Wo die sich nur befinden können, weiß ich leider nicht. Ah, okay, Schnitter, Gott sei Dank, ich erinnere mich, wo die waren, ne? Und dann können wir jetzt alle einer glücklichen Zukunft und so entgegensehen. Hoffentlich, irgendwie. Ach, hinterher schneide ich das im Let's Play so wie, oh, ich wusste ja von Anfang an, wo es hier hingeht und, ach. Und so, ne? Wisst ihr Bescheid? Also ihr müsst hier alle noch Verschwiegenheitsklauseln unterschreiben. Die kriegt ihr dann per E-Mail zugesendet. So. Dann drehen wir mal wieder am Steuerrad. Nein, das würde es nur bei Michael Bay tun. Ich glaube, nein. Ich weiß, das Real Let's Play wird ein Renner auf deinem Kanal. Ah, oh, Totti, schön, dass du so optimistisch bist. Vielen Dank. Was, hier wird nichts unterschrieben? Ja, nee, Streuni, die Fuß... Wie gesagt, die Fußfessel ist schon angelegt und der Sender, der Peilsender, ja? Als du hier durch die Pforte getreten bist. Das ist halt so. Da muss man sich jetzt auch nicht wundern, ne? Das ist dann halt so. Ich unterschreibe schon mal gar nichts. YouTube muss die Wahrheit erfahren bei den Cut-Videos. Ich bin tatsächlich, was Let's Plays angeht, bin ich so... Also ich cutte gar nichts. Aber das werdet ihr sicherlich wissen. Für alle, die meinen Kanal schon kennen und so. Ihr kriegt das tatsächlich immer alles... Ja, ungeschnitten tatsächlich. Also doch erst das Bein abnagen ärgerlich. Ja, um die Fußfessel loszuwerden, musst du eventuell das Bein loswerden. Aber ich kann dir auch so eine... Scheiße, das kommt jetzt! Oh, das ist ungünstig. Das ist ungünstig. Das wäre auf jeden Fall in heutiger Zeit ein Quicktime-Event gewesen, weil wir vorhin noch drüber geredet haben. Die tolle Stelle mit ein paar Rätseln. Ach, Junge. Wird wohl auch nicht sein. Gibt noch Schöneres, als eine orientierungslose Marie zu sehen. Ach, der sagt nur Hallo. Jetzt wollte ich sagen, der Maulwurf. Was zum Teufel? Ich heile mich jetzt doch mal. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Bock auf den. Ist das ein Bosskampf? Nein, das finde ich... Nee, ihr müsst mir das nicht beantworten. Ich finde das raus. Oh.
Ich sollte vielleicht mal eine Waffe in die Hand nehmen, ne? Das wäre nicht schlecht, so zum Verteidigen oder so. Mach's gut, du Opfer! Ich laufe hier einfach weiter, weil ich bin die... Ja, super. Das ist ein Bosskampf. Hey! Habt ihr das gesehen? Wir haben ihn mit einem brennenden Todespfeil getroffen. Oh fuck, guck mal, er hat mich mit seinen... Was weiß ich, getroffen. Ich will das so im Detail gar nicht wissen. Oh fuck. Er hat mich nochmal getroffen, geil. So, jetzt aber! Wir haben ihn dreimal getroffen. Geile Scheiße. Vor allem, wenn ich jetzt hier fett sterbe, ne? Ist ja mal richtig scheiße. Sind die Pfeile jetzt alle? Ne, ich hab noch welche. Oh, Leute, Leute, Leute! Hi, Angelino! Shit, du kommst genau richtig zum grandiosen, harten Bossfight, bei dem ich gar nicht weiß, was ich eigentlich machen soll. Nein, ich wollte das nicht prüfen. Seid ihr doof? So. Oh, fuck. Nein, 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 Claire. So, warte mal. Claire wird hier aber ganz schön flachgelegt von Würmchen. Ja, manchmal legen einen halt auch Würmchen flach. Das ist das Schicksal der Frau. Man weiß ja nie, was einen vorher erwartet, ne? Warte mal, muss man den töten? Habe den damals nie getötet. Oh, echt jetzt? Den muss man gar nicht töten? Scheiße, hätte ich den jetzt nicht töten? Nein. Wollt ihr mich veralbern? Ich muss doch in die Tür hinten rein, oder nicht? Scheiße, ich muss den gar nicht töten. Ich dachte, die Tür zu diesem Polizeiding wäre die hinten, also die auf der Karte jetzt rechts, ganz rechts. Oh. Oh. Krieg ich irgendwas, wenn ich den töte? Weiß das jemand? Warte mal, nachdem er in Hyrule... Ey, wir reden hier nicht von Zelda. Verdammte Scheiße. Versucht der Wurm aus dem Wüstenpalast jetzt in Rockford Islands Fuß zu fassen. Aber leider hat er keinen Red im Namen, sondern nur einen Rock. Deswegen kam er nicht weiter bis ins Herrenhaus. Jetzt musste ich erst kommen, um dir das zu sagen. Toll, Angelino, toll. Hättest du nicht mal 2 Minuten eher kommen können und sagen können, nee, Moment mal, vielleicht kommt eventuell der Wurm. Den musst du aber an sich eigentlich nicht töten, sondern einfach nur weiterrennen. Toll, Angelino. Toll, toll. Weißt du, das werde ich mir jetzt merken für immer. Haben sie dich alle die Muni verballern lassen? Siehst du, wie die dich leiden lassen? Ja. Captain Kirk, Facepalm. Ach, haltet doch alle eure... Wenn ich jetzt hier sterbe, ne, seid ihr alle schuld. Und so. Ja, Mensch. Ich hasse alles. Aber gut, wir sind nur auf Achtung. Wir sind noch nicht auf kritisch. Das macht die Sache ja... minimal! Schöner! Andere Seite auch hochlassen mit der Karte. Okay. Erstmal müssen wir alles lüften lassen, ja? Naja, gut. Geht da hinter uns gerade das Tor zu? Finde ich ja gut. Oh, oh. Den Jutor muss ja auch was geboten werden. Ja, ja. Schön. Och nö, jetzt kommt die Pfeife mit ihrem Drecksniper wieder. Junge, wie kann man denn so eine schlechte Reaktionszeit haben? Alfred, ich hab mir deinen Namen gemerkt! Oh fuck. Okay, ich kann die... Da ist eine Leiter irgendwie links, oder ich kann die Treppe hochlaufen. Warum trifft er eigentlich nie auf Steve? Das wissen wir allerdings auch nicht, Streuni. Weil Steve und Alfred sich wahrscheinlich zu gut verstehen würden oder so. Komm, lauf um dein Leben. Bin ich doch gerade, oder was? Auf Achtung des Todes! Nimm die Treppe! Okay, Angelino gibt mir jetzt Rettung. Rettende. Oh Gott. Oh Gott. Fuck!
Oh. Oh, fuck. Oder war das jetzt... Ja, das lief doch total gut. Scheiße, ey. Oh, ich hasse alles, ne? Ich hasse gerade so ein bisschen alles. Ich weiß nicht, irgendwie... Irgendwie denke ich mir so, ja, wenn ich das hier spiele, ne, das muss ja auch alles irgendwie so ein bisschen gut laufen. Also ich persönlich habe, so, da haben sicherlich viele Leute, die irgendwie schon mal Let's Plays gemacht haben. Man will ja auch nicht völlig versagen, aber ich habe das Gefühl, ich versage hier gerade völlig. Aber gut, nein, alles positiv sehen, okay. Dann ist ja gut. Ja, Nightwanderer, du fasst es exakt gut zusammen. Aua. Genau das denke ich auch gerade. Angeschossen ist Feuer gelaufen und noch am Leben. Das macht mir keiner nach. Ist der Raum hier hinten rechts ein Safe Raum? Das finde ich ehrlich gesagt total gut. Oh, zweimal Muni. Ja, ja, her damit, her damit. Ich brauch's. Her damit. Genau, schaffst du. Naja, ich glaube, das kriegen andere auch noch hin, aber ich habe mir besondere Mühe damit gegeben. Bitte in Safe Raum, bitte in Safe Raum, bitte in Safe Raum, bitte in Safe Raum. Safe Raum! Safe Raum! Claire ist scheinbar Feuer. Yes! Safe Raum. Wir haben einen Safe-Raum. Das wird das Beste sein. Und unsere kleine Claire rennt nur in Gegner hinein. Ist das das Blutstillmittel, was wir brauchen? Junge! Ach Mensch, wir haben nach 500 Stunden rumirren endlich mal einen Weg gefunden, um dem Typen ein bisschen was zu helfen, ne? Aber hey, vielleicht ist er auch schon tot. Junge. Bester Platz dafür. Und man ist auch eine Pflanze. Warte mal. Genau, schaffst du, du brauchst keinen Safe-Raum. Claire ist scheinbar feuerfest. Genau, aber nur die Claire ohne E. Das hat einen und hat einen Stahlhintern. Musst mir den Stream später noch von vorne anschauen. Ja, Angelino, ich schneide die auch in mundgerechte Stücke und lade die dann hoch, die Parts sozusagen. Bester Platz dafür, ich mag den Dialekt. Hä? Aber der ist doch schon verblutet jetzt. Ach Quatsch, pscht, pscht, Streuni, pscht. Jetzt sei doch nicht so, wie sagt man, so pessimistisch, ja, hallo? Hält sich so an wie Doktor von Gänseklein? Das sagt mir nix. Der schon lange verblutet ist, eigentlich. Oh ja, okay, ist ja super. Na Mensch. Ich könnte jetzt die beiden, Kräuter auch kombinieren und mir dann quasi ein Heilmittel mal initiieren. Ne? Das sollten wir vielleicht mal tun. Guck mal, schon ist alles wieder gut. Ha! War nur Spaß. Graf Dacula. War so eine Kinderserie. Okay, cool. Ich überlege ehrlich gesagt gerade, ihr Lieben, ob ich hier einen Cut mache und ob wir dann aufhören für heute. Wie lange haben wir jetzt gestreamt? Seit 20 Uhr. 3,5 Stunden. Speicher erstmal. Wir können das ja wie folgt machen. Kräuter auf die Schuss- und Brandwunden legen. Ja, genau. Genau so läuft das. Muss sagen, habe Code Veronica nur einmal gespielt und bin damals nicht weitergekommen, als man mit Chris spielt. Sonst nur Let's Plays geschaut. Das Gute ist, ich habe ja tatsächlich Videoaufzeichnungen davon, dass ich zumindest einmal das Spiel gespielt habe. Bitte sag, dass das nicht dein letzter Stream war oder irgend so eine Ausnahme. Nein, nein, Friday. Ich habe tatsächlich mittlerweile sehr viel Gefallen am Streamen gefunden. Und bin dem Ganzen mittlerweile ziemlich zugetan, muss ich gestehen. Das heißt, es ist hier nicht nur eine einmalige Sache. Ich überlege gerade, wollen wir zurück zu dem Typen laufen, ihm so billig das Blutstillmittel, während er gerade verreckt, ich meine, oh, ich weiß gar nicht, was passiert, vor die Hände halten und sagen, oh, guck mal hier, ha, ha, ha. Und dann quasi für heute Schluss machen. Das finde ich eigentlich ein ganz guter Abschluss, oder? Ich nehme mal die Farbbänder mit, weil bei dem ist ja auch eine Schreibmaschine. Aber nicht deinen YouTube-Kanal vernachlässigen. Nein. Nein.
Nein. Das Geheimnis ist ja immer eine gute Waage zwischen allem zu... Moment, was ist denn das hier? Ein silberner Kartenleser. Ach, können wir hier auch noch irgendwas drücken? Die Waage zwischen allem zu finden. Aber der stirbt doch noch nie. Sag mal, Angelina, hörst du mal auf hier zu spoilern? Ehrlich gesagt weiß ich... Ach. So, aber guter Abschluss wäre der Tod von Claire. Ja. Nein, das Gestorben ist im Grunde nur ihr stummes E, was im Namen nicht so richtig mit klar wird. So. Ja, dann machen wir das so. Ich werde auch langsam müde und man merkt vielleicht auch, dass ich nicht mehr so viel mitkriege. Warte mal. Kann ich jetzt hier nicht mehr weg? Der Roland versperrt den Weg. Ich kann... Kann ich den nur von der anderen Seite öffnen? Sicherlich dann, oder? Also bei diesem Kartenlesegerät von gerade vielleicht oder so. Ich kenne mich ja nicht aus. Oder hier ist ja in dem Hof hier ist ja noch eine Treppe, wie wir auf der Karte zumindest vorhin gesehen haben. Vielleicht könnte man die benutzen. Tja, so ein Pech aber auch. Kommst nicht mehr raus, ja. Da könnte ich ja jetzt arrogant sagen, Schnitte, oh, so ein Pech aber auch. Dann ist ja jetzt für euch alle hier Schluss mit dem Stream für heute, ja. Amar Rodriguez, hieß der nicht irgendwas mit Juan? Juan Rodriguez. Garcias. Keine Ahnung. So, ist jetzt nicht möglich. Ja, das ist jetzt blöd, ne? Stirbt er halt. Na Mensch, schade. Warte mal, wir können ja hier durch den... Ich guck mal nochmal in dem Hof. Warte mal, ich würde mal ins heimlich Goffys Discord-Kanal hier reinwerfen. Ich hoffe, das ist okay. Streuni, ehrlich gesagt, musst du da Goffy fragen? Ich weiß das gar nicht. Also, aber wenn das Goffy nicht recht ist, dass da Leute auf den Discord kommen, dann weiß nicht, wird sie die alle wegbannen. Aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann dafür nicht sprechen, es ist Goffys Discord, wie gesagt, nicht meiner, deswegen... Gehe ich jetzt echt runter? Ich habe doch gerade noch gesagt, wir wollen jetzt Schluss machen, verdammte Scheiße. Ich wollte doch Schluss machen mit allem. Was sind das hier für ein Hebel? Hebel, Hebel, Hebel. Eine Sicherung für den Ventilator. Sie steht zurzeit auf 1. Aha. Ein indigoblauer Kartenleser. Aber wir haben leider keine indigoblaue Scheißdreckskarte. Okay, haben wir das auch geklärt? Ja, wir gehen wieder hoch. Hm. Du willst mit uns Schluss machen, ja? Ja, so ähnlich. So ähnlich hatte ich mir das vorgestellt. Indigo-blau. Warum nicht blau? Weil Indigo nochmal sowas Besonderes ist, Friday. Ja, Indigo-blau. Das ist so dieses... Dieses besondere Blau. Hä, aber ich verstehe gerade nicht. Da können wir ja theoretisch nur... Weil ich bin genauso blöd wie vor anderthalb Minuten. Seht ihr, das ist dieser Stream-Effekt, wenn man noch auf den Chat die ganze Zeit guckt. Und ich konzentriere mich beim Stream wirklich extrem auf den Chat. Das, ja, das ist so eine... Aber, ja, das ist ja auch der Sinn vom Stream, ne? Warum streamt man denn, wenn man dann nicht darauf eingeht, was Leute halt wirklich live einem kommunizieren wollen? Das macht ja sonst keinen Sinn. Umbrella will alles exotisch haben. Ja, genau so ist es. So, dann... Die Ratte hat's noch geschafft. Geile Scheiße. Welcome, Claire. Consider the area you are in a special playground I have prepared just for you. Please try and keep me amused and do not disappoint me by dying too soon. I so want to enjoy this. Das kann nicht mal ich richtig nachmachen und ich bin eine Frau, das müsst ihr euch mal geben. Ja, woher hat sie jetzt das E? Matthias, danke, dass es dir auffiel. Claire hat ihr eh zurück.
Boah, hat die jetzt das E? Kam mir das Glücksrad vorbei und dann hat Claire gesagt, ich kaufe ein E und möchte bitte lösen. Das Lösungswort heißt Claire. Und dann haben die alle gesagt, ja, das wissen wir doch aber schon lange. Bist du dumm oder was? Dann meint sie, nein, aber mein Vokal am Ende ist wichtig. So. Ist das scheiße. Vor allem, was ist denn das für ein Opfer, der Typ, jetzt mal ganz ehrlich. Ein 24-Stunden-Stream mit dir wäre nice, ja. Das wäre für euch vielleicht nice, für mich. Hä? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. 72 Stunden, meine Güte. Hast es doch beim Rätsel geklaut. Das E, oder was? Das E habe ich beim Rätsel geklaut. Ach Mensch, Leute, guck mal, da will man mal einem Hilfebedürftigen... Ich wollte jetzt gerade so eine ethnische Hintergrundgeschichte mit ins Boot werfen, aber nicht, dass dann wieder irgendwelche Leute... Obwohl, hier ist das eigentlich noch nie passiert, aber nicht, dass dann irgendwelche Leute sich irgendwie verletzt fühlen. Aber ich wollte auch hier dem armen Mann helfen und wie wir hier dran gehindert werden, einfach ihm das Blutstillmittel zu übergeben. Das ist schon eine Frechheit, ne? Ich kaufe auch ein E und möchte lösen. Ja, die du benutzt, die auf das Mädchens Diebstahl. Genau so ist es. Nee, der Texter ist bei 20% des Textes mal zum Producer gerannt und hat ihn auf den Schreibfehler hingewiesen. Genau. Genau so muss das passiert sein. Wunderbar. Nee, aber ich würde sagen, wenn es für euch genehm ist, in Klammern ist eigentlich scheißegal, aber nee. wenn es für euch genehm ist, dann machen wir hier einfach einen Cut. Wir merken uns einfach, der Alfred, der irgendwie auch noch nicht so richtig, also irgendwie schon den Stimmbruch erreicht hat, aber noch nicht so genau weiß, wie er mit seiner Stimme umgehen muss, der hat uns jetzt hier vor eine todesböse Todesprüfung gestellt. Und wir machen dann, denke ich mal, beim nächsten Mal weiter.